Im heutigen Video schreiben wir unser erstes kleines Bewegungsprogramm und ich zeige dir den Unterschied zwischen einer PTP und einer linearen Bewegung. Viel Spaß! Hallo, mein Name ist Werner Hampel von der Firma Robtec. Ich bin seit 30 Jahren Roboterexperte, bilde seit 10 Jahren hier in unserem Schulungszentrum Bediener und Programmierer an Robotern aus, bin Speaker und Berater zum Bereich Robotik und helfe Unternehmen und Unternehmern, Roboter in ihre Produktionen zu integrieren. Lass uns loslegen, hier mit diesem Video den Unterschied zwischen PTP und linear herauszufinden. Dafür werde ich jetzt einfach hergehen mit unserem frisch vermessenen TCP-Stift, den wir in dem vorherigen Video gemacht haben. Drei Punkte anfahren, 1, 2 und 3. Und zwar fahre ich die einfach mal an, einmal in PTP-Bewegungsart und einmal in linearer Bewegungsart. Die PTP-Bewegung bedeutet nichts anderes, der Roboter versucht, alle Achsen auf diesen Punkt hier zuzubewegen. Der Unterschied zwischen PTP-Punkten und linearen Punkten ist, bei einem PTP-Punkt, wenn ich jetzt hier diese drei Punkte programmiere und sage, fahr die Punkte Point-to-Point an, dann versucht der Roboter nichts anderes, wie einfach seine Achsen von der Anfangsstellung zur Endstellung zu bringen. So wie wir in dem vorherigen Video einfach mal gesehen haben, wie das mit Einzelachsen funktioniert. Wenn ich den aber jetzt sage, fahr in einer linearen Bewegung zu diesem Punkt, dann versucht er, alle Achsen in einer Linie hierher zu bewegen. Das heißt, es wird eine ganz geradlinige Bewegung, die PTP-Bewegung. Werden wir jetzt gleich sehen, wie das ausschaut. Ich programmiere jetzt ein kleines Programm, wo ich hier sage, das ist unser Punkt 1, 2, 3 und verbinde die Punkte alle als PTP-Bewegung. Anschließend als Linearbewegung und wir schauen uns den Unterschied an. Wenn ich PTP sage, heißt es Point to Point, also von Punkt zu Punkt. Okay, jetzt werden wir ein Programm schreiben, wo wir diese drei Punkte miteinander verbinden und von einer Home Position aus starten. Dafür lege ich mir zuerst ein neues Programm an mit dem Namen Programm Nummer 1. Also PROG1. Okay. Ich wähle dieses Programm an und der Roboter legt mir automatisch schon mal zweimal die Home Position ein. Das ist standardmäßig, wenn ich ein Standardmodul im Roboter auswähle. Weil das mein erstes Programm in diesem Roboter ist, muss ich die Home Position erst einmal definieren. Ich suche mir eine Position aus, die schön mittig zu meiner Aufgabe ist. Und gehe hierher, mit Touch-Up übernehme ich die aktuelle Koordinate, wo der Roboter gerade steht. Jetzt muss ich diese drei Punkte einfügen. 1, 2, 3. Wir nennen den Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3. Und danach fahren wir wieder auf den Punkt 1. So, zuerst bewege ich mich mit dem Roboter auf diesen Punkt. Das heißt, ich muss hier mit meinen Verfahrachsen X, Y, Z auf meinen Punkt fahren. Zum Glück geht es hier nicht so genau. Ich will ja nur mal zeigen, was der Unterschied zwischen PTP und linear ist, setzen den Stift so ein bisschen auf und jetzt füge ich einen neuen Punkt ein. Über Befehle, Bewegung, PTP kann ich den Punkt 1 einfügen. Er bietet mir den automatisch schon an. Ich sage Befehl OK. Und weil ich jetzt an dieser Koordinate stehe, hat er den Punkt direkt übernommen. Ich gehe wieder her, fahre meinen Punkt 2 an mit dem Roboter, mit X, Y, Z, fahre hier drauf, leicht andrücken. Wenn ich jetzt einen neuen Punkt einfüge und mein Cursor steht auf Punkt 1, fügt er automatisch darunter den nächsten an. Also Bewegung, einfügen PTP, P2, übernehmen wir so, wir machen ganz ein einfaches Programm. Der dritte Punkt, Befehle PTP, P3, Befehl OK. Wir haben den dritten Punkt. Und jetzt machen wir einen vierten Punkt wieder dahin, wo der erste Punkt war, damit sich der Kreis schließt. So, das Dreieck schließt natürlich. Also, wir machen wieder Befehle PTP, Punkt 4, Befehl OK. Und danach in die Grundstellung. Jetzt teste ich das Programm und fahre diese Bewegungen als PTP-Bewegungen durch. Das ist nicht optimal. Richtig wäre hier Linien zu fahren, aber wir testen das einmal. Das funktioniert
Bestimmt. Der erste Punkt, PTP Home, hat er angefahren. Ich habe jetzt den Zustimmtaste gedrückt und drücke jetzt Start. Er fährt direkt auf den Punkt 1. Achtung. Punkt 2. Ja. Dann fährt er auf den Punkt 3. Naja. Punkt 4. Er hebt hier auch ab. Und danach auf den Punkt ein. Wie wir sehen, hat der Roboter es jetzt natürlich nicht geschafft, hier Linien zu ziehen, was ich haben will. Hier sehen wir einen leichten Kreisbogen. Da ist der Roboter den Kreisbogen eher übertrieben so gefahren. Da das Gleiche, weil der Roboter hier nicht schaut, dass er eine Linie von Punkt zu Punkt fährt, sondern er versucht einfach nur seine Achsen von dieser Achsstellung zu dieser Achsstellung zu machen. Und wenn das dann eben oben drüber geht, dann geht es halt eben oben drüber. Jetzt ändern wir das Programm ab und ändern alles, was wir jetzt im PTP programmiert hatten, auf einen linearen Punkt ab. Und schauen, was der Unterschied ist. Jetzt werde ich alle PTP-Punkte, die ich hier im Programm habe, in Linearpunkte ändern. Natürlich nicht die Home Position, aber den Punkt 1, 2, 3 und 4 ändern wir jetzt auf linear und schauen, was für Unterschiede wir haben. Dafür gehe ich jetzt einfach mal her auf meinen Punkt 1, klicke auf Ändern und kann hier vorne auswählen zwischen PTP und Linear. Ich gehe her, ändere auf Linear, drücke OK. Jetzt heißt der Punkt Linear P1 mit einer Geschwindigkeit von 2 Meter pro Sekunde und den Tools. So, dann nehmen wir den Punkt Nummer 2, ändern auch den von PTP auf Linear. Das Gleiche machen wir natürlich mit diesem Punkt 3 vom PTP auf Linear und den Punkt 4 ändern wir auch vom PTP auf Linear. Okay, Home Position bleibt PTP. Ich wähle jetzt den PTP Home an, drücke den Zustimmtaster und fahre vorwärts. Roboter fährt zum ersten Punkt in einer Linie, zum zweiten Punkt in einer Linie, zum dritten Punkt in einer Linie und zurück zum ersten Punkt. Jawohl, jetzt haben wir schön ein Dreieck gezeichnet mit einwandfreier, gerader Linie. Ja. Vorher ist der Roboter eben hier einen Kreisbogen gefahren, wie wir hier leicht angedeutet sehen, und hier so oben drüber und da oben drüber. So kann man natürlich keinen Klebeprozess starten oder Schweißprozess oder wenn ich was handhabe oder so, wenn ich ganz gerade hochfahren will, dann programmiere ich das selbstverständlich linear und nicht PTP. Eine PTP, also sprich eine Point-to-Point-Bewegung, nehme ich dafür her, um jetzt zum Beispiel mit einem Roboter von der Grundstellung grob, nehmen wir mal hier dieses Docksystem, grob da oben drüber zu fahren und dann fahre ich einer linearen Bewegung runter, linear hoch, hole das Teil raus und fahre dann wieder PTP weiter. PTP ist die schnellste Verfahrart und der Linearpunkt ist einfach der kürzeste Verfahrart. Das heißt, er fährt wirklich in einer Linie zu diesem Punkt auf dem kürzesten Weg von A nach B. Den PTP benutze ich deswegen, um einfach am schnellsten von A nach B zu kommen, den linearen, um auf dem kürzesten Weg von A nach B zu kommen. Und überall, wo ich mich jetzt im Raum bewege, versuche ich natürlich so schnell wie möglich zu bewegen. Das mache ich alles mit PTP. Wenn ich dann irgendwo eintauchen will und eine lineare Bewegung brauche, dann benutze ich selbstverständlich lineare Bewegungen, um exakter und prozesssicherer zu fahren. Ihr denkt jetzt vielleicht, ja, der kürzeste Weg ist ja wahrscheinlich auch der schnellste Weg. Ja, kann ich verstehen, aber um jetzt eine Linie zu fahren, muss der Roboter teilweise, stellt sich vor, ich bin der Roboter, ich programmiere jetzt eine Bewegung nur mit Achse 1. Wenn ich jetzt von A nach B fahre, in PTP, dann muss ich nur die erste Achse bewegen, vollen Speed, bin da drüben. Fahre ich den gleichen Punkt in einer linearen Bewegung an, dann muss ich ja alle 6 Achsen bewegen, um hier in einer Linie auf diesen Punkt zu kommen. Und teilweise muss ich ja sogar die Achse 2 jetzt hier erst ins Minus und dann wieder ins Plus bewegen. Ich muss sie sogar umdrehen. Heißt, es kostet Zeit und Energie. Ausnahmen bestätigen dann natürlich die Regel. Nicht immer ist der PTP-Punkt die schnellste Verfahrart. Natürlich kann es auch mal ein Linearpunkt sein. Um dir das praxisnah beizubringen, kannst du gerne zu uns in die Roboterakademie kommen. Geh dazu auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Kannst dann online ein Training für Experten absolvieren. Oder du kommst zu mir in die Roboterschulung nach Mainburg und wir besprechen das Thema hier vor Ort.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich konnte dir helfen, den Unterschied zwischen einem PTP-Punkt und einem Linearpunkt verständlich zu erklären und würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du das Thema Roboter und Programmierung interessant findest, abonniere den Kanal. Vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du zweimal pro Woche informiert wirst, wenn wir neue interessante Inhalte hochladen. Wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast, schreib sie mir unten in die Kommentare. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Video. Dein Werner.